So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Denkt dran, wenn ihr mich unterstützen wollt, natürlich gerne mit meinem Creator-Code YT-FamilyHack. Ich gucke gerade ganz schnell, wie viele Leute haben es schon gemacht. Weil die Zahlen auf dem Dashboard bei Epic Games sind trotzdem eh nicht so ganz. Derzeit sollen 7 Leute meinen Creator-Code drin haben. Also sei gern der 8. In dem Sinne, ich würde sagen, wir gehen ganz schnell rein. YT-FamilyHack. Abfahrt. So, was haben wir drin? Das Cool Create-Paket ist wieder zurück. Habe ich auch schon. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich mir das gekauft habe. Ob das da war, wo ich gar nicht gestreamt habe. Auf jeden Fall noch das Dank an. Oh, Emote. Ist nice. Es geht an sich sowieso. Hier bin ich natürlich wieder dran, gell? Ich liebe ja diesen Skin. Der Kuku hat den Skin ja auch lang gespielt, beziehungsweise spielt ihn immer noch. Oh, der ist schon nice. Das ganze Paket ist eigentlich nice. Ah, ich weiß nicht. Das wird heute ein schwieriger Tag. Dann Korbleger. Der Skin ist nice. Achso, wundert euch nicht wegen dem Skin hier. Ich bin unschuldig. Melly hat mir den geschenkt. Grüße gehen raus an der Stelle. Wie gesagt, der Skin, weil der halt auch von hinten nice aussieht. Jetzt gerade durch die neue Sprung-Animation hast du nicht gesehen. Na, wird ein schwerer Tag. Dann haben wir Castro mit drin, den habe ich mir damals direkt gegönnt. Da hat er nur den Stil gehabt. Ne, gar nicht den Feuerstil hat er noch gehabt. So, Elmira ist drin, die Zauber macht. Dann magische Schwingen, Frostschwinge, Valkyrie ist drin. Dann die dunklen Magengranate, Treibhaustomate. Dann haben wir noch den Stachelklatscher mit drin, den Pizzaschneider, dann hier die zwei Brutzler und Brutzelmeister. Oh, der Motor hat wieder keinen Bock. Aha. Dann haben wir Scorpion drin, Tech-Kommando, Team Burger. Ja, die Emotes finde ich irgendwie nicht so toll. Aber sie kosten auch nur 100. Und Team Tomate. Dann haben wir Schalen, Regen. Und noch Schattentraining mit drin, wie die Augen aufreißt. Hey. Wie gesagt, dann haben wir ja Mary Jane gestern reinbekommen. Plus nochmal das Kobold-Paket. Auch mit dem Emote nochmal dabei. Der Shop fängt an zu wachsen, merkt ihr das schon? Und dann haben wir halt Mechapok, dann Ausstieg des Schattenpaket, dann nochmal Tech Zukunft und das Minz-Paket. In dem Sinne würde ich sagen, war es das auch schon wieder. 70 V-Bucks gibt es noch ein Rennen, die Welt zu holen. Das werden wir natürlich nachher wieder sehen. Und in dem Sinne, haut rein.